Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play IntastroCraft 2. Wir haben unser Gold hier und ich merke immer, dass ich diese Absprache, diese Endcard immer noch so leicht verkacke. Ich komme damit noch nicht ganz klar. Zack. Ich hätte das auch mit dem hier noch machen können. Na egal. So, dann habe ich so ein bisschen Gold hier beisammen. Und ich habe zwar gesagt, wir machen die Dinge. Wir schließen unten alles anders um, aber ich würde sagen, wie ich mache jetzt erst noch das hier fertig. Heißt. Was haben wir denn noch gebraucht? Die Containment Walls. Die haben, glaube ich, gefehlt. Weil die Wens habe ich. Den ME. Ne, wie hieß denn das? Crafting-Zip, nee, wie heißt denn das? Irgendwas mit Pattern? Nee. Doch. Das auch. Pattern-Gedöns. Ach, das hat ja auch gefehlt. Ah, stimmt, da war was. Habe ich das eigentlich. Ach, das habe ich schon alles drauf reingeschmissen. Ach, cool. Okay. Habe ich da noch den Prozessor? Ach, ich habe so ein Dia-Ding schon. Okay, aber für die brauche ich noch zwei. Ach genau, dafür habe ich das andere Gold gebraucht. Gold. Quartz Cutting Knife. Da habe ich jetzt mehrere. Dann Redstone. Und Silicon. Silly. Nimm erstmal das. Da hatte ich ja schon so einen Prozessor Pro. Das hier brauche ich. Flugstars, Quarz, Eisen. Flui. Habe ich das nicht alles? Kann ich das nicht auch einfach so machen? Ach nee, Schmarrn, verklickt. Das muss ich machen. Ach Schmarrn, ich muss erst das machen. So. Ach, wie geil. 1, 2. Schmeiß ins System. Dann das hier. Ah, ne, geht nicht. Ich muss erst das hier machen. Habe ich nicht alles. Mir fehlt immer noch das Golddingens. Ach, das ist ja auch cool. So, so. Das brauche ich. Machen wir nochmal. Ich traue mich nicht so ganz, da jetzt noch mehr draus zu machen. Ich will mit dem Gold gerade so ein bisschen sparsam umgehen. Deswegen mache ich jetzt wirklich einen Schritt für Schritt und mache nicht auf Vorrat. So, dann, das hier brauche ich jetzt aber. So. Dann schmeißen wir das da auch mit rein. Dann kann ich jetzt das aber machen. Okay, habe ich den jetzt? Dann die Containment Wall. Was habe ich gesagt? 27, 27. Ich brauche noch zwei davon. Wie ging das jetzt nochmal? Gold, 4 Gold. Containment Wall, zack. Zwei brauche ich noch, gell? So, dann holen wir mal alles raus. Containment Wall habe ich. Dann Went habe ich. Und das Pattern Provider jetzt da. Also habe ich das Gerüst. Jetzt brauche ich noch die Kabel dazu. Ach stimmt, ich wollte das Haus auch noch erweitern. Das war ja, weil ich hier nicht genau wusste, wie ich das machen sollte. Ich werde das Haus erweitern auf die Seite hin. Ah, viel zu tun, viel zu tun. Wo baue ich denn das jetzt hin? Eigentlich da unten, oder? Jetzt verräumt es. So provisorisch hier so hinstellen? Oder wie mache ich das jetzt? Ich werde es provisorisch erstmal hier so hinstellen. Damit es jetzt erstmal verräumt ist. Also damit ich es erstmal benutzen kann. Ich werde dann später mir noch einen besseren Platz aussuchen. Hier ein Heatwind, hier, 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 hier. Dann das rein. Je
hier den Heatwands. Jetzt muss ich nur noch auffüllen, sodass ich hier diesen 3x3x3 Würfel habe. Hä? Achso, Fackel. Die Stadt natürlich. Zack, und es hat geklappt, weil es verbindet sich so schön. Und jetzt kann ich auch reinschauen. Sehr schön. Wie kosten diese Pattern-Teile eigentlich nochmal? War das das war mit Glowstone, oder? Pattern. Achso, ich brauche sowieso erstmal den da noch. Und die da kosten Glowstone, okay. Habe ich überhaupt noch Glowstone? Da habe ich noch Glowstone. Machen wir die beiden vielleicht mal auch mal ins System. Würde ich sagen, machen wir erstmal so eins. Brauchen wir dafür das da? Brauche ich dafür das da? Beziehungsweise das da? Okay. Das darf ich gleich mal brennen. So. Wieder das hier. Zack. Danke. Ne. Ach, Crafting Station fehlt mir. Warte, das. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Dass ich vorhin noch eine drin hatte, wundert mich schon fast. So. Emmy Pattern Encoder. Okay. Und die Teile brauche ich. Dann machen wir mal ein paar von. Huch. Kein Eisen mehr? Wie, kein Eisen? Ja, deswegen kotzt mich das gerade so ein bisschen an. Dann nehmen wir halt die. Und mach es mal kurz selbst. Geht zumindest schneller. Sollen wir jetzt auf die Maschinen warten, auf die Maschinerie da unten? So. Jetzt nochmal. Schauen wir mal. So fünf Stück, keine Ahnung. Pattern Provider. Das sollte ich eigentlich fast hier irgendwo aufbauen, weil dann kann ich das direkt. Pattern Provider. Iron. Certus. Glas. Und Glow. So. Encode, damit ich die schon mal immer wieder machen kann. Huch. Schlafen. So. Zack. Dann ist das jetzt schon craftable. So, und ich räume das. Es regt mich jetzt so auf. Ich ende das jetzt ab. Zukünftige Erze gehen nicht mehr hier rein. So, Punkt. Abändern. Das ist der Export. Was? Den kriege ich gleich mal. Erze gehen jetzt nämlich da rein. Dann brauche ich jetzt noch ein paar ME-Kabel. Die könnte ich auch gleich craftable machen. Was war das? Fluix Dust. Und Glas wahrscheinlich. ME-Kabel. Nicht die blauen, die normalen. Encode. Danke, clear. Schmeiße es unten rein. So. ME-Kabel. Habe ich keine mehr. Dann ändern wir das doch mal kurz. Machen wir mal so. Wie viel brauche ich denn? Machen wir mal fünf Stück. Ja, mach sechs. Geht auch. Ach, ich hatte welche im Inventar. Ach, habe ich gar nicht gesehen. Tja, hätte ich besser aufgepasst, gell? So, dann schließen wir das mal kurz. Wie mache ich denn das? Das ist natürlich das Kabel dort. Hardened Energy Conduit. Das muss vielleicht. Das sollte ich vielleicht auch unten hin. Huch! Ach, jetzt habe ich den Hammer ausgewählt. Ich dachte mir zuerst, warum dauert es jetzt so lang?
Ja, nee, bauen wir es erstmal um. Hardened Energy Conduit brauche ich. Machen wir den mal kurz. Kurz ist gut. Wegen wir nochmal. Hardened. Sprich, ich brauche Leadstone. Habe ich hoch. Ah, ne, hat gepasst. Komm ich noch Conduits? Nope. Ah, Gott, dann fangen wir mal an. Machen wir erstmal Leadstone. Brauche ich Lead? So, Lead. Jetzt habe ich halt das ganze Industrial Craft Lead, ne? Dann mache ich daraus kein Rezept. Würde ich sagen. Weil wir machen das dann irgendwie über den Pulverizer. Und dann verfälscht das hier das Ganze ein bisschen. Dann mache ich das doch noch händisch. So, machen wir dann ein paar Mal. 24. Dann schauen wir uns die gleich wieder rein. Dann, ich will die Hardened machen. Wo müssen wir mit dem? Ich habe es gerade noch in war. Was kann ich da machen? Ach, jetzt geht mir das Invar raus. Cool. Dann nehmen wir doch die Hardened direkt. Ich hätte, glaube ich, gar nicht so viel gebraucht. Na egal, für den Anfang reicht's. Bis ich auf die anderen gehe. Dann brauche ich jetzt unten den Output. Das ist oben, das ist unten. Unten ist auf Output gestellt. Dann, ach, jetzt habe ich ein Ding nicht bei, den Crescent Hammer. Den habe ich oben hingelegt, oder? Ja. Höchstwahrscheinlich. Da ist er doch. Crescent Hammer. Das muss weg, das muss weg. Bald, das muss weg, sagte ich. So, dann Kabel, Kabel. Dann gibt es oben den Output und hinten den Input. Das passt ja schon. Hinten den Input und links und rechts mache ich frei, so wie unten auch. Gut, dann kommt hier jetzt noch, warte. Das klaue ich mir auch von da drüben. Den Import-Bus. Okay. Ach, was mache ich hier für einen Schmarrn? Oben ist Input, hinten ist Output. So ein Schwachsinn. So, jetzt passt's. Okay. Dann. Das ist ja jetzt hier fertig. Das baue ich später ab. Energie hast du gut. Dann muss ich jetzt eigentlich nur noch mit den Erzen füllen. Jetzt fängt das wieder an. Erze füllen. Ore. Nein, nicht mit dem. Aber mit dem Zinn. Das ist sowieso ein Fass, ja. Also brauche ich sowieso nur ein Zinn. Brauche ich ein Kupfer. Und ein Eisengold habe ich natürlich gerade nicht mehr. Kommt bestimmt wieder. Ah, stimmt, Gold. Ich muss noch rüber. Zinn. Kupfer. Iron. So, dann muss ich das da hinten auch mit dem Pulverisierten dann einstellen. Und nicht mit dem Dust. Ja, muss ich dann noch machen. So, bauen wir Lego-Zweig, Lego-Zweig, das brauche ich gerade nicht. Oh, ich brauche ich auch nicht. Ich brauche jetzt kurz das Golderz. Das müsste jetzt hier eigentlich längst fertig sein. Gut, wir haben gespeichert. Dann stell mir mal nicht Redstone, nicht dir, stell mir Gold her. Repeat Run. Das brauche ich gerade am meisten. Sollte laufen. Gut, viel Spaß. So. Genau. So, und beim nächsten Mal werde ich dann das ganze Pulverized-Zeugs, ist überhaupt schon was drin? Pulverized, nope. Werde ich dann
in die anderen Maschinen packen, so in die Induction Furnace, so dass dann nach und nach welche das Ganze dann ersetzen, so dass wir komplett von Industrial Craft auf Thermal Expansion umsteigen. Gut, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.